Hallo zu einem neuen Video auf den Backtech-Kanal. Heute Top 20 LED-Gadgets, die es gerade insgesamt so zu kaufen gibt. So ein Video habe ich schon mal im April gemacht und es kam sehr, sehr gut an. Deswegen dachte ich mir, ich mache mit den neueren Produkten und den besseren ein paar zwei, also Top 20 Gadgets, die es gerade insgesamt so zu kaufen gibt. Ihr werdet heute sehr viele Gadgets sehen, seid auf jeden Fall hyped. Link aber zu jedem Produkt unten in der Beschreibung. Es würde mich einfach riesig freuen, wenn ihr über den Link in der Beschreibung die Produkte bestellen könntet, weil dann bekomme ich eine kleine Provision. Das sind vielleicht nur 1 oder 2%, aber wenn das viele machen, bringt es im Gesamten noch etwas. Wundert euch jetzt nicht, dass hier oben Werbung steht. Ich will einfach safe gehen, dass das Video nicht gesperrt werden kann. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal das erste geile Gadget und ich würde sagen, wir starten direkt mit Platz 20 rein. Auf Platz 20 sind die Cola Lights und ich finde einfach, die sehen sehr geil aus. Man kann wirklich geile Formen mitmachen, aber ich finde, dass 80 Euro dafür wirklich viel ist. Für 6 Mini Hexagons finde ich den 80 Euro übertrieben, aber wenn wir uns das Produkt anschauen, sieht einfach sehr geil aus. Man hat so einen geilen Standfuß und da kann man dann die Paneele draufstellen. Was ich auch noch sehr geil finde, ist, dass man jedes einzelne Hexagon in verschiedenen Farben beleuchten kann. Also zum Beispiel 4 Farben gleichzeitig anzeigen lassen kann. Viele meinen auch, dass es die perfekte Alternative zu Nanoleafs ist. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich da komplett anderer Meinung bin, weil ich finde einfach, dass Nanoleafs wirklich in einer ganz anderen Liga sind. Und das ist einfach eine Tischlampe, ist wie die Deko im Hintergrund oder auf dem Tisch sehr nice, aber für einen großen Stil, finde ich, kann man das einfach nicht verwenden. Deswegen bei mir heute nur auf Platz 20, eigentlich ein sehr nices LED-Gadget. Wären die Cola Lights jetzt bei der Hälfte des Preises, also 40 Euro, könnte ich sie wirklich empfehlen, aber für 80 Euro würde ich sie mir nicht mal selber ziehen. Auf Platz 19 haben wir für heute die Lavalampen, wirklich sehr geile Tischdeko, die kosten 90 Euro und viele werden sich jetzt fragen, wieso ich dies auf Platz 19 mache und nicht die Cola Lights. Aber ich finde einfach, dass Lavalampen was sehr, sehr geiles ist. Die gehen warm und sehen für mich einfach unfassbar geil aus. Will ich mir unbedingt auch mal eine ziehen, ich fühle einfach richtig. Die Lavalampen gibt es in verschiedenen Formen und sind zwischen 30 und 90 Euro zu haben. Ich tue euch mal meine Top 3 von Lavalampen in der Beschreibung verlinken, checkt das auf jeden Fall mal ab. Hier gerade mal meine Top 3 an Bildern eingeblendet und ich finde einfach, Lavalampen sind sowas von geil, kann ich jedem empfehlen, fühle ich auch immer, wenn ich eine sehe. Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Platz 18. Auf Platz 18 haben wir für heute den Govee Basic LED Strip. Das ist einfach ein LED Strip, wie ich hier hinter dem Regal habe. Einfach ein ganz normaler LED-Strip, wo man die Farbe einstellen kann und per App steuern kann und natürlich per Alexa. Aber Govee hat was sehr geiles rausgebracht, nämlich kann man sich den 5 Meter LED-Strip für 15,99 Euro kaufen. Einfach gönnt euch das einfach mal. 5 Meter für 16 Euro finde ich jetzt wirklich krass. Und der 10 Meter kostet einfach nur 18 Euro. Ich finde, es ist sehr, sehr günstig, kann ich nur weiterempfehlen. Eigentlich sollten die auch noch weiter oben sein, aber ich finde, das Ranking macht eigentlich eh keinen Sinn, wenn man so sieht, weil eigentlich jeder hat seine eigenen Favoriten und ich habe andere Favoriten als ihr es zum Beispiel. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen, was ein LED-Strip ist und deswegen würde ich sagen, checkt den mal unten in der Beschreibung ab. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Gadget für heute. Auf Platz 17 ist bei mir etwas, was ich jetzt nicht so feiere, aber viele von euch wahrscheinlich feiern werden. Und es sind Holz-Nanoleafs. Viele haben es wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, aber es sind einfach Nanoleaf mit so einer Holzüberschicht. Die können leider nur gelb leuchten, aber in manchen Räumlichkeiten sehen einfach sehr geil aus. Aber jeder kann selber entscheiden, wie er die Holzpanels findet. Ich wollte es einfach mal vorgestellt haben. Ich fühle es persönlich nicht so, muss ich sagen. Aber wenn jemand weiß, wie man die richtig anwendet, schreibt auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich freuen, auch wenn ich sowas mal im Setup bewerten sehe. Aber eine Sache ist, wieso ich die mir auf gar keinen Fall holen würde, weil normalerweise kosten 9 Pack Nanoleafs, also 9 Stück, 200 Euro und dort einfach 7 Stück für 230 Euro. Einfach komplett überteuert. Der Black Friday steht aber schon vor der Tür und am Freitag ist er. Seid darauf auf jeden Fall hyped. Und da werden die Holz-Nanoleafs und insgesamt alle Produkte, die ich heute zeige, auch sehr stark reduziert sein. Der Platz 16 für heute belegen die Govee E27 LED Glühbirnen.
Das sind einfach ganz normale E27 Glühbirnen, die ihr einfach einstecken könnt, wo ihr wollt. Aber das Krasse an denen ist, diesen RGB und auch noch sehr, sehr billig. Zwei Stück kosten einfach nur 26 Euro. Ich finde es ein saugeiler Preis. Das macht pro Stück 13 Euro. Wirklich geil. Bei Philips Hue zahlt der pro Stück 50 Euro einfach. Komplett überteuert meiner Meinung nach. Aber die Glühbirnen sind nur noch Alexa steuerbar. Sehen sehr geil aus. Wer gerade Platz dafür hat oder zum Beispiel einen vierflammigen Kerzenhalter hat, kann man die perfekt einbauen, weil die auch noch sehr hell sind. Und per App steuerbar und Alexa kann ich einfach nur weiterempfehlen. Als nächstes für heute haben wir Retro-LED-Lampen. So welche habe ich in der Steves Zimmer verwendet, also die Game-Over-Lampe. Das gibt es auch noch mit dem PlayStation-Logo und Xbox-Logo. Kosten zwischen 20 und 30 Euro und für den Preis einfach eine sehr geile Deko. Kann man sich auf Wandregale draufstellen oder auf den Tisch oder insgesamt so auf Kommoden, zum Beispiel im Hintergrund bei mir. Ich blende hier gerade mal sehr gute ein. Sind wirklich sehr geil. Für den Preis zwischen 10 und 30 Euro. Eine sehr geile Deko. Kann man leider nicht mit Alexa steuern. Aber da kann ich empfehlen, dass ihr euch schaltbare Steckdosen für 5 bis 10 Euro holt. Die Alexa Steckdose funktioniert eigentlich genauso wie ein Adapter. Steckt ihr einfach in die Steckdose ein und da rein dann das LED-Schild. Und schon könnt ihr das Alexa steuern. Aber wirklich, das LED-Schild, also ich nenne es hier LED-Retro-Schild, einfach ein sehr nices Gadget. Wir kommen zum nächsten Gadget für heute und das sind LED-Schilder, das sind einfach so LED-Neon-Schilder, die ich auch schon verlost habe. Drei Stück waren es damals, einmal ein Kaktus, ein Blitz und ein Planet und ich kann dir einfach jeden empfehlen, kosten zwischen 10 und 20 Euro, sind ultra geil aus, es gibt sehr viele unterschiedliche Motive, die wirklich fast alle sehr geil aussehen, kann man eigentlich überall hinstellen, ob auf der Kommode, auf dem Wandregal und dazu auch noch einen wirklich geilen Preis. Da hat man natürlich dasselbe Problem mit der Alexa-Steuerbarkeit. Aber man kann es entweder am Kabel anschließen oder per Batterie. Ich würde wirklich sagen Batterie, weil es da unten anzuschalten dauert ja nicht wirklich lange. Aber damit kann ich euch empfehlen, dass ihr einfach zu den LED-Schildern mein Video anschaut, wo ich die reviewed habe. Und in der Beschreibung ist es verlinkt, wenn ich natürlich dran denke. Aber sonst würde ich sagen, wirklich geiles Gadget, passt eigentlich überall rein. Machen wir weiter mit dem nächsten für heute. Auf Platz 13 habe ich für heute LED-Deckenlampen. Ich finde es wirklich geil, wenn so ein LED-Körper an der Decke dranhängt, kann man natürlich auch selber bauen. Aber hier zum Beispiel so ein Viereck für 50 Euro, wirklich sehr guter Preis, kann man so viel ich weiß auch mit Alexa steuern. Und es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Formen von LED-Deckenlampen, sehen wirklich sehr geil aus, kann ich nur weiterempfehlen. Ihr seht auch gerade die Bilder eingeblendet, brauche ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Sind mit der Fernsteuerung oder per Handy steuerbar, was auch noch ein Vorteil ist, ist, dass ihr keine Kabel seht, weil es direkt an der Decke angeschlossen wird, wie zum Beispiel bei mir. Ich sehe hier jetzt keine Kabel, weil in der Decke drin ein Stromanschluss ist, dass ihr das da anschließen könnt und da kein dummes Kabel ist, was ihr dann auf den Boden runtergeht. Und für 50 Euro 16,8 Millionen Farben mit sehr starker Helligkeit und allen Weißwerten kann man eigentlich nur weiterempfehlen. Checkt den Link mal in der Beschreibung ab. Gerade gibt es so 25% Rabatt, also checkt den Link in der Beschreibung ab. Wir machen weiter mit dem nächsten Gadget für heute. Auf Platz 12 haben wir die Gowi LED Tischlampe. Viele werden sich jetzt beschweren, weil die kostet auch 45 Euro. Wieso die eigentlich so weit oben ist. Aber die hat einen großen Vorteil, nämlich die sieht einmal modern aus. Ist von Gowi, hat eine sehr geile App, ist Alexa steuerbar und jetzt kommt das Krasseste. Die Tischlampe ist einfach wireless und viele werden sich jetzt wundern, wieso die eigentlich so dunkel ist. Aber ich kann nicht sagen, das ist nur 1%. 100% sieht einfach so aus, ist meiner Meinung nach viel zu hell und blendet einen wirklich in den Augen. Aber damit kann man auch so richtig geile Effekte machen, zum Beispiel so. Aber wie ich es jetzt geused habe, finde ich, ist es auch sehr praktisch als Hintergrund und als Nachttischlampe. Und für 43 Euro ist es nicht wirklich billig, aber kann ich Ihnen weiterempfehlen. Wir machen weiter wieder mit dem nächsten Gadget. Auf Platz 11 habe ich die Gowi Flow Pro. Die habe ich auch hinter dem Fernseher. Ich finde, die sind einfach geil, weil das so LED-Stäbe sind, so relativ kleine, wo man sehr viele Farben am Stück anzeigen lassen kann. Also mehrere Farben gleichzeitig auf einer Stange. Und dazu ist es auch noch sehr geil, dass sie eine Kamera haben, dass sie euren Bildschirm signalisieren und genau die Farben, die auf dem Bildschirm sind, im Hintergrund zu sehen sind.
hier gerade mal ein Beispiel eingeblendet von meinem Fernseher, der 43 Zoll, und ich finde, das funktioniert einfach sehr, sehr gut. 65 Euro dafür sind es nicht wenig, aber das kann man sehr viel verwenden. Zum Beispiel hier kann man es auch als Regal unter Beleuchtung benutzen, würde auch sehr geil aussehen. Oder meiner Snackbar habe ich so ähnlich ja auch benutzt, nur in billiger natürlich. Aber natürlich habt ihr da wieder die sehr, sehr gute GoWi App, kann ich nur weiterempfehlen, eigentlich wie alle GoWi Produkte. Wir machen weiter mit dem nächsten. Die Mitte für heute, also der 10. Platz, habe ich die GoWi Lyra. Das ist so eine Wandleuchte, sieht wirklich sehr geil aus, ist einfach so ein Stab mit einer indirekten Beleuchtung, klingt das erst langweilig, aber wenn ihr das jetzt mal hier seht, hier gerade mal ein paar Videos eingeblendet, finde ich, sieht das wirklich sehr heftig aus. Es ist eigentlich genau dasselbe wie von Philips Hue, nur 50 Euro billiger und mit einer noch geileren App, also die GoWi App, kann ich nur weiterempfehlen, habe ich es selber noch nicht gehabt, werde ich vielleicht mir bald zulegen oder gesponsert bekommen. Aber ich kann es vom Sehen her auch noch weiterempfehlen und ich bin der GoWi-Qualität auch wirklich vertraut. Sieht einfach sehr geil aus, passt jetzt nicht wirklich in jedes Zimmer, weil ich finde, das muss wirklich an eine Ecke gestellt werden. Und wenn es mal mein Zimmer anschaut, habe ich hier wirklich keine freie Ecke. Aber wenn ihr zu Hause eine Ecke habt, die frei zum Beispiel ist, passt es wirklich sehr gut da rein, wenn ihr euch so eine GoWi Lyra kauft. Und 150 Euro dafür, dass eine Ecke sehr geil aussieht, finde ich, ist es auch nicht wirklich so viel. Der Sternhimmel, den ihr auch gerade im Hintergrund seht, ist auf Platz 9, ist wirklich ein sehr geiler Sternhimmel. Ich zeige euch gerade mal einen Unterschied, nämlich sieht es so mit Sternhimmel aus und so sieht es ohne Sternhimmel aus. Ich finde es ein riesiger Unterschied und der Sternhimmel macht wirklich sehr viel aus. Ich kann euch sagen, 50 Euro sind dafür nicht gerecht, weil es so halb hell ist, es nicht wirklich hell, wie man sich es erwartet. Und zweitens, die App ist der komplette Müll, aber ich finde, es sieht trotzdem sehr geil aus. Und wenn man ihn einmal umgestellt hat und es nicht jeden Tag einfach umstellt, also die Sehne umstellt, kann man es sich wirklich ziehen. Würde man es jeden Tag die Sehne umstellen, würde ich sogar einen etwas teureren empfehlen. Aber für meinen Zweck und auch für den meisten denen Zweck kann man den Sternhimmel hier wirklich weiterempfehlen. Und 50 Euro ist es der offizielle Preis, aber meistens gibt es so 20 oder 30% Rabatt. Also zieht ihn euch auf jeden Fall, wenn es so einen Rabatt gibt. Kann ich einfach nur weiterempfehlen, den Sternhimmel. Habe ich auch selber, wie ihr sehen könnt, würde ich auch Ihnen weiterempfehlen. Auch Ihnen kaufen, würde ich jetzt jemanden ein Gaming-Zimmer bauen. Und Alexa gesteuert ist er ebenfalls auch noch. Auf Platz 8 haben wir die GoWi ambienten Beleuchtung für hinter den Fernseher. Erstmal ein großer Nachteil, er ist nur für 55 bis 75 Zoll Fernseher, was meines ausscheiden lässt. Das ist einfach, ihr tut oben eine Kamera drauf machen, die finde ich nicht mal wirklich stört. Ein LED-Strip außen herum und dann scannt es genau die Farben, die auf eurem Fernseher angezeigt werden und tut sie als Ambientenbeleuchtung im Hintergrund anzeigen. Ich kann euch wirklich sagen, das tut das Fernseherlebnis auf ein ganz neues Level heben. Und 75 Euro dafür ist wirklich ein sehr billiger Preis, kann ich Ihnen weiterempfehlen. Der die Ambientenbeleuchtung einmal hatte, will sie auch nie wieder missen, weil sie einfach sowas von geil ist und das Filme schauen oder Spielen am Fernseher einfach sowas von geiler macht, wenn man so eine LED-Beleuchtung im Hintergrund macht. Und 75 Euro dafür sind wirklich nicht mal so viel. Es gibt auch noch eine erweiterte Version, wo ihr dazu noch zwei GoWi Floorbars habt, die ihr dann zum Beispiel auf eure Kommode stellen könnt, wenn ihr euren Fernseher auf eine Kommode draufgestellt habt. Aber sonst die Ambientenbeleuchtung wirklich 1 plus mit Sternchen. Von mir bekommt ihr zu 100% eine Empfehlung. Als nächstes für heute kommen die GoWi RGBEC LED Strips dran, die ich hier auch an der Dachschräge im Hintergrund habe. Die kriegen von mir auch 100%ige Empfehlung, habe ich jetzt auch schon öfters vorgestellt. Bei den LED Strips ist einfach die Besonderheit, dass ihr auf einen Streifen viele Farben am Stück anzeigen lassen könnt. Und hier gerade mal ein paar Videos eingeblendet, da gibt es wirklich sowas von geile Effekte. Der Preis von denen ist es auch nicht wirklich billig, weil 5 Meter kosten 40 Euro und 10 Meter kosten auch gleich mal 60 Euro. Ist es nicht wirklich billig, aber die halten wirklich 2 Jahre. Und wenn jemand genügend Geld beiseite hat und was Geiles will, was auch wirklich sehr geil aussieht, kann ich das zu 100% empfehlen, weil die auch einfach mit der GoWi App gesteuert werden und dass sie auch noch Alexa steuerbar sind. Und ich kann es einfach sagen, Echo, schalte Licht aus. Und das ganze Zimmer ist es auch ausgeschaltet. Ich fühle mich immer wirklich modern, wenn ich die aus- und anschalte, weil es einfach sowas ist, was man vor 10 Jahren noch nicht hatte. Und ich finde einfach,
Das ist wirklich ein smartes Zimmer, kann ich wirklich nur so weiterempfehlen und ich würde bei jedem Produkt darauf achten, auch von Govee, dass sie Alexa steuerbar sind. Aber ja, das ist mein Favorite, LED RGBEC Strip, wirklich mein Favorite, kann ich jedem weiterempfehlen, gönnt ihn euch für euer eigenes Zimmer, machen wir weiter mit Platz 6. Den Platz 6 belegen für heute die Govee Hexagons. Die sind wirklich relativ neu, ist es auch nicht wirklich so billig, weil 10 Stück kosten schon mal vorweg 190 Euro. Würde ich mir selber von den Originalpreis, muss ich sagen, ehrlich nicht ziehen. Für 130 oder 140 gehen die noch in die Tüte, weil die sind noch relativ klein. Sehen aber dafür sehr geil aus, weil man kann mehrere Farben gleichzeitig anzeigen lassen, was es bei den Nano Leafs nicht geht. Aber trotzdem finde ich die Nano Leafs immer noch ein Stück geiler, weil die auch etwas größer sind. Aber die Govee Glide Hexagons sind auch sehr geil, habe auch eine sehr geile App, kann ich Ihnen weiterempfehlen. Ich bekomme die vielleicht auch mal zum Testen, tue ich nur auf jeden Fall ein Video dazu machen. Vielleicht ist der Preis jetzt nicht wirklich das, was man von Govee erwartet, aber die haben dazu auch noch einen sehr, sehr geilen Musikmodus. Aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Platz 5. Und zu Platz 5 für heute habe ich mal wieder was Billigeres rausgesucht. Kostet 22 Euro und ist Platz 1 bei den Bestsellern. Hat 3600 Bewertungen mit 4,5 Sterne. Kann man wirklich jeden weiterempfehlen. Und es ist eine indirekte Beleuchtung im Outdoor einfach drin. Ich finde, die Beleuchtung im Fußraum sieht einfach saugeil aus. Und die kann auch noch auf Musik reagieren. Und das macht es einfach noch viel geiler. Und nutze auch noch die Govee App. Einen Punkt gibt es aber, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob das sich mit dem deutschen Gesetz abklären lässt. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, ob ihr das wisst, ob das in Deutschland erlaubt ist. Ich glaube aber ja, weil sonst würde ich das ja nicht anbieten, aber für 22 Euro kann man das einfach nur weiterempfehlen. Auf Platz 4 ist für heute etwas, was es leider noch nicht in Deutschland gibt. Und es ist wieder von Govee, ist etwas für die Wand und es sind so LED-Strahler. Die Kosten dafür liegen bei 80 Euro, kann man nur weiterempfehlen, weil die kann man in 16,8 Millionen Farben beleuchten, mit natürlich wieder der Govee App und einer sehr geilen Musik-Reaction und natürlich auch noch on top Alexa steuerbar. Aber ich finde sie noch geiler aus, wenn man die irgendwie unter Bilder hängt, dass sie das Bild so beleuchten oder in den Flur, kann ich nur weiterempfehlen, Link auf jeden Fall unten in der Beschreibung, aber zur englischen Seite, wenn die in Deutschland verfügbar ist, folgt auf jeden Fall der deutsche Link. In der Top 3 für heute ist das erste Produkt, die Nano Leaf Lines, ein sehr neues Produkt. Gibt es noch nichts zu kaufen, aber sollte in den nächsten 1 oder 2 Wochen erhältlich sein. Das sind so Striche, die macht ihr an der Wand dran und die machen jetzt so eine indirekte Beleuchtung. Sehen wirklich ultimativ geil aus. Vielleicht sogar meines Erachtens nach der Platz 1 für heute. Kann auf Musik reagieren, auf eurem Monitor, aber der einzige riesige Nachteil, der Preis davon. Nano Leaf ist ja dafür bekannt, dass sie extrem hohe Preise haben, aber die Lines toppen das nochmal, weil 9 Linien kosten einfach 200 Euro. Finde ich wirklich, ehrlich gesagt, wirklich überteuert. Sehen zwar geil aus, aber 200 Euro für 9 Linien ist wirklich überteuert. Damit kann man nicht mal eine gescheite Form machen. Aber die sehen wirklich sehr geil aus, kann ich Ihnen weiterempfehlen. Wenn die vielleicht ein bisschen billiger werden, werde ich die mir ausziehen, weil die sehen wirklich sowas von geil aus. Ich glaube sogar mein Favorite heute, kann ich Ihnen weiterempfehlen. Und wir machen weiter mit Platz 2. Heute auf Platz 2 ist die Govee Neon LED LED Strip. Das ist einfach ein LED Strip, der eigentlich ganz normal ist. RGBEC. Und jetzt kommt das krasseste dazu. Man sieht keinen einzigen LED Punkt. Auf Platz 2 ist er nur, weil 3 Meter kosten 70 Euro vorweg. Ist es nicht wirklich billig, aber ich bekomme den auch zugeschickt. Und hier sind gerade mal Beispiele eingeblendet, wie ich ihn bei mir im Zimmer angebracht habe. Weil viele kennen wahrscheinlich das Problem, dass man den LED Strip an der Tischvorderseite anbringen will oder einfach random an der Wand und dann sieht man die einzelnen LED-Punkte. Mit der Govee Neon LED Strip ist das Thema Geschichte, weil da sieht man einfach keinen einzigen Punkt und man kann damit auch noch sehr nice Formen an der Wand machen. Wirklich ein sehr geiles Produkt, kann ich Ihnen weiterempfehlen. Ich bin schon gehypt, wenn es morgen oder übermorgen ankommt. Hier gerade die Videos eingeblendet, Link auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ihr müsst es bis jetzt leider über die originale Govee Seite kaufen, weil es noch nicht auf Amazon erhältlich ist. Aber in Deutschland auf der originalen Govee Seite. Checkt den Link ab
Link auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Auf Platz 1 für heute, wer hätte so anders gedacht, sind die Nanoleaf Shapes. Die gibt es einmal in Dreiecke, Hexagons und Vierecke. Einfach ein sehr geiles Produkt, weil es sind wirklich sehr helle Farben, sehr geile App, können sehr geil auf Musik reagieren. Und die Wand macht es so wirklich tausendmal besser. Das war auch schon im ersten LED-Gadgets-Part auf Platz 1. Die sehen einfach geil aus, lässt sich nicht abstreiten. Der einzigste Nachteil ist, dass 9 Stück 200 Euro kosten, sind billiger als die Lines oder die Holz-Nanoleafs vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Aber ich kann die einfach nur weiterempfehlen. Ich würde euch raten, einfach die Nanoleafs mal abzuchecken. Einfach ein ultra geiles Produkt, kann ich jedem weiterempfehlen. Passt wirklich in jedes Zimmer. Und ich finde, die Nanoleafs sind nur noch nicht out. Aber Link auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Das war's auch für heute mit dem Video. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Das Video geht ja schon 1 Stunde 10 in der Rohdatei. Es ist wirklich anstrengend, so lange am Stück zu moderieren. Aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut geschafft. Aber schreibt mal in die Kommentare, welches Gadget euch heute am besten gefallen hat. Links zu allen in der Beschreibung. Diese Woche ist auch die Black Friday Week. Aber es ist einfach so, dass jeder andere Lieblingsgadgets hat. Ich wollte einfach erstmal einen Teil machen, wo wirklich alle LED-Gadgets drin sind, die ich so kenne. Ich hoffe, es sind jetzt alle drin. Falls ihr noch welche habt, die es nicht drin sind, schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare. Es werden in den nächsten 1-2 Wochen auch noch Reviews kommen zu den verschiedensten Govee-Produkten. Zum Beispiel der Govee Glide oder den Govee LED-Strip, wo man die einzelnen Punkte nicht sieht. Aber das war's mit dem Video. Schaut noch Top 10 Wall-Gadgets für euer eigenes Gaming-Zimmer an. Ist es auch schon wieder 1 Uhr nachts. Also bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und teilt das Video mit euren Freunden. Haut rein und tschüssi!